Dieser Song ist Lars Spendel gewidmet, der heute seine Lateinprüfung schreibt. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, a guy like to meet, pretty woman. Come to me, baby, be mine tonight. Lars, du bist schon wach? Es ist vor 12 Uhr. Ja, ich bin zu nervös. Ich fühle mich auch schon richtig krank. Wann werden die Ergebnisse denn veröffentlicht? Na, um 12 Uhr gibt's einen Aushang. Bis dahin können wir eine Runde zocken. Dann vergeht die Zeit wie im Flug. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Nerv jetzt dafür habe. So, jetzt kriegst du es ab. Naja, das ist schon, ja. Und aber aus dem Pin komme ich raus. Nein, eins, zwei, drei. Komm schon, ja, mal drin! Das war zweieinhalb! Nein. Das war bei zwei, komm, zweieinhalb war das. Das war zweieinhalb. Was war denn das für ein schlechter Programmierer, ey? Ah, genau. Programmierer ist schön, genau. Ich will eine Revanche. Und diesmal im Steel Cage. Okay. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? 15.23 Uhr, wieso hast du noch was vor? Ja, wir sollten noch zum Aushang. Ja, später. Sag, wie machst du das, ey? Verrate ich dir nicht. Naja gut, Stunde der Wahrheit. Typ 1, ich hab mich dann nicht mit der 1. Oh. Lars, Lars. Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden, aber du bist hier eine Zeile verrutscht. Guck mal, du hast eine 4 und keine 1. Ich hab bestanden. Lass es 4 umgehen. Du kennst doch diese Dickmanns, diese Schokoküsse in der Packung. Da gibt es drei verschiedene Sorten. Dunkelbraun, hellbraun und die weißen. Und die weißen sind eigentlich meine Lieblingsschokoküsse. Und warum gibt es keine Packung, wo es nur weiße Schokoküsse drin gibt? Es gibt welche, wo nur diese dunkelbraun drin sind, die ich am meisten hasse. Ich verstehe das nicht. Das ist dasselbe beim Stieleis. Es gibt keine Packung, wo nur weiße drin sind. Sag mal, ist irgendwas? Ey, du hast Latein bestanden. Du musst doch jetzt im siebten Himmel sein. Ja, ich freue mich auch. Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich das jetzt endlich geschafft habe. Aber während ich jetzt die ganze Zeit so lange gelernt habe, habe ich mich auch für ein Praktikum im Spielejournalismus beworben. Ja, das ist doch super. Die nehmen dich bestimmt, da brauchst du doch keinen Kopf machen. Ja, sie haben mich auch genommen.
Es dauert halt 6 Monate und das heißt, ich werde wegziehen müssen.